Wunderschönen guten Morgen, wunderschönen wow. guten Tag. Hallo, herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. Wir sind seit gefühlt zwei Jahren live, äh, jeden Morgen mit einer Episode, <lacht> <lacht> mit einer Episode äh, von Alman Arabica. Und ähm, eigentlich ist es ja nur Dezember. Wir haben jetzt zehn Tage, elf Tage hinter uns. Und es fühlt sich so langsam an, als würden wir so einen kleinen Piratenradiosender in, in einem Wohnwagen betreiben. Auf dem, auf dem Weg durch Deutschland oder oder äh, durch Österreich und die Schweiz. Und, ähm, und, 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 und so fühlt sich das an, wir, wir, wir wachen auf und, und dann gehen wir auf Sendung und dann reden wir über die Apokalypse wie in, diesem, wie in diesem Film The Day After Tomorrow oder so. Ja, man, wie so ein kleines Studentenradio, was halt, was halt versucht anonym zu bleiben. Über so eine Freimaurerfrequenz. Jetzt wieder Radio X. Wir decken auf, auf, <laughs> auf, auf! auf. Quok, Quok. wir reden auch unkontrolliert miteinander. auf, liebe so. Studenten, ich verwende <laughs> billig Fleisch in der Mensa. Ja, <laughs> billig Fleisch in der Mensa. Guten Morgen, es ist 16 Uhr und du sagst Guten Morgen. Ein guten Morgen. Morgen, meine lieben Mitstudenten, Genossinnen <laughs> und Genossen. <laughs> ja, ja. Äh, genau und dann, ähm, aber so fühlt es sich mittlerweile an. Dabei ist es halt nicht, sind es nicht mal mehr zwei Wochen, aber das, wenn du jeden Tag hier anderthalb Stunden Content rauspumpst, also wir haben äh, wir haben mittlerweile auch, wir gehen an die Kapazitätsgrenzen des technisch Möglichen. Äh, äh, also unsere Cloud unsere Cloud ist voll und ähm, <laughs> It's no joke, Alter, die Cloud ist wirklich, wirklich Cloud voll. Ist wirklich voll und deswegen und deswegen wird hier nur noch lokal recorded. Ähm, aus also Sicherheitstechnisch nicht so gut wie RAID 5, aber es, es muss irgendwas passieren. Und, äh, viele wissen das ja auch gar nicht, aber in Wirklichkeit nehmen wir halt einfach, wir also wir wir sind wir sind quasi 23 Stunden, ja nicht ganz 23, wir sind so ungefähr 18 Stunden in diesem in diesem Podcast Aufnahmeprogramm und drücken dann einfach irgendwann Record. Das wissen viele gar nicht, aber so fühlt sich das an. Ja, ja, so so ist es ist es ja auch. Also wir ja, so wir, wir hatten ist eben gerade wir hatten, wir hatten eben gerade auch die Situation, wo Karl schon was Witziges gesagt hat und ich muss ihn, ich muss ihn unterbrechen. Ich muss ihn schon sagen, hör auf jetzt. Und wir waren, nämlich uns, wir waren 15 Sekunden. 15 Sekunden waren wir in diesem, in dem voice und Es wurde schon gelacht und ich möchte mich entschuldigen dafür, dass diese 15 Sekunden. Aber oh Gott sei Dank eigentlich, dass die 15 Sekunden nicht da sind. Aber ich habe sehr gelacht. Ähm, mein Name ist Stay. Mir gegenüber sitzt der gute Dekaldent ähm, Karl, sag mal, hallo. Hallo, hallo. Das bin ich. <laughs> komplett seelenlos schon, komplett traurig, also komplett motivationsaufgefressen. Wir sind beide Streamer auf Twitch. Ähm, was das ist, ist nicht so wichtig eigentlich. Aber wir reden viel, wir reden gerne und darum haben wir diesen Podcast und ich hoffe, ihr hattet eine schöne, bis dato, vorweihnachtliche Zeit. Denn, ähm, mit uns wird's nur schlimmer. Ja. Also mit uns wird's nur schlimmer. Besonders an die ganzen, <laughs> Ich muss ja sagen, ich habe ja, äh, hab ja gestern Reichweite generiert, Karl. Hast du das mitbekommen? Ich habe das, ich hab das ähm, mitbekommen. Deswegen auch diese sehr klassische neutrale ähm, Anmoderation, die wir eigentlich gestern hätten gebraucht. Ja, wir aber können das ja konnte ja gestern noch keiner ahnen. Das schnelllebige Internet. Du kannst ey, wirklich. Ne? Was gestern passiert ist, ist halt etwas, was, was im normalen Berufsleben so in einem halben Jahr sich entwickelt. Äh, es ist halt es hat nicht viel mit, mit strukturierter Bürokratie zu tun, sondern wer hätte denn gestern ahnen können, dass ich, dass ich am du, gleichen Abend. Würdest du es Abend undemokratisch nennen? Würdest du es undemokratisch nennen? Ich würde es auf jeden Fall äh, geistige Brandstiftung nennen. Und das ja. ist, es ist, was, wer hätte denn ahnen können, dass ich am gleichen Tag, wo wir den, wo wir unsere Folge ähm, Alman Arabica aufnehmen, dem gestrigen Tag, äh, noch ein, ein eins gegen eins, eins gegen eins Gespräch oder eins und eins Gespräch mit Herrn Newstime führen werde. Ja, vor ich hätte, vor 5000 Leuten. Ich hätte es nicht gedacht, aber Herr Newstime war Also, ich ziehe meinen Hut vor dieser Intelligenz. Da waren da sind zwei Dinge passiert, die hätte ich von ihm nicht erwartet. Erstens dieses ähm, gib ihm zu so, ja, ja, ja. Warte ganz kurz, lass wir lass uns das ganz aufbauen. Lass uns, lass okay, uns okay. dramaturgisch äh, dann eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast. Wir haben auch im Vorfeld nicht darüber geredet. Wir erfahren das jetzt hier gegenseitig uns gegenüber sitzend und ähm, darum es gab ich habe wie immer gestreamt Karl und ich wir haben es gerade erwähnt wir streamen auf Twitch und ähm, ich hatte mein, meinen täglichen Stream ähm, äh, wo es eigentlich nur um Blödsinn geht und Internetdinge. und in diesem Stream ähm, aus aktuellem Anlass und wir haben gestern darüber im Podcast schon geredet haben wir habe ich die Möglichkeit gehabt mal eine Runde mit Monte zu sprechen mit, Dekalde, äh, mit Dekalde, was sag ich mit Karl, hör auf mir, hör auf mir während des Podcast Bilder zu schicken. Ich wollte nur ich wollte dir nur Erlebnisse geben, um das für dich ein bisschen zu visualisieren, weil das war, <laughs> So hast du das konsumiert? Das war das war ja Twitch, <laughs> das war ja Twitch Geschichte und viele wissen das nicht, aber ich habe halt, ne, hab halt, ne hab halt einen ich halt ich Kontingent, ich habe PC Zeit, ne? Also ich ja. bin an ich bin man könnte sagen, ich bin an der Leine gehalten und ich, ja. habe, ich habe PC Zeit. Das bedeutet, wenn mein Stream <laughs> vorbei ist, dann, dann habe ist ich weg vom PC. Ja. Dann habe ich mein Büro abzuschließen die Sicherheitsanlage scharf zu machen und dann bin ich bei der Family. Und da, dadurch, dass das gestern Twitch-History war, musste ich mir das mit, mein, mit meinen äh, Kopfhörern auf dem Sofa reinziehen. Ne? Während im Hintergrund RTL2 konsumiert wird. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber da wurde. Ja, ich sehe vor allen Dingen diese Hintergrund. Ich sehe schon die ASI-Wohnung, wo irgendjemand sagt: Inge! <laughs> 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 mach mal, wo sind warum ist sie Sauer? Da ging es um, da ähm. ging's um jemanden, der sein Geld damit verdient, ähm, äh, Räume an Prostituierte ähm, der der niedrigen Preiskategorie, also quasi ein Disco Discount-Prostituierte. Discounter-Zuhälter, alles. Ja, ja, so ein Discounter-Zuhälter. Der, aber der war, der kein, Aldi wirklich, der, der der war Aldi kein der wirklicher Luden. Zuhälter. Ja, wirklich, <lacht> <lacht> wirklich. Der war kein wirklicher Zuhälter, aber er hat sich trotzdem gekümmert. Also er ist dann immer reingegangen hm. und hat gesagt: Jo, Chantal, geht's dir denn gut? Und sie sind dann komplett so. durch... Nein, ich wollte ich gerade von vier Pimmeln belagert. Richtig, richtig, richtig. Nein. Das so ist ja, das 80 ist ja Kilo, schön. So ein 80 Kilo auf 1,60-Schnuckelchen liegt dann da, komplett, komplett durchgenommen, auf allen Ebenen, sagt so dann so. <lacht> 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 Geht's dir gut? <lacht> <lacht> Soll ich den nächsten reinschicken? <laughs> ich glaub, du bist halt, dass sie komplett fertig war. War sehr gut. Ich mag also. Man muss sagen, RTL 2 delivered quality, wenn ich wirklich. Ach Gott, meine Güte, alter. Also ich habe auf jeden Fall dieses Bild gesehen, wo dieser, dieser Content im Hintergrund läuft auf dem. Ich versuche die Situation mal zu beschreiben. Auf diesem Fernseher und davor auf dem Glastisch. Ähm, oh nee, nicht auf dem. Doch, das ist ein Glastisch. Ja, ähm, steht ein Laptop äh, von von Omen bei AP, ähm, oh. <laughs> wo mein Stream draus, äh, drauf läuft und ich sehe, dass es auf dem Bildschirm schneit, weil der so hochauflösend ist. Ähm, 244 gut. Hertz. Ja. Äh, gut, deswegen, ähm, ich hatte also gestern äh, im Stream die Möglichkeit, nochmal mit Monte zu sprechen. Äh, es ging um diesen Sachverhalt mit der Leine. Ähm, ich habe da ja klar Position bezogen. Hat vielen Leuten nicht gefallen, ähm, aber da muss ich, äh, muss ich durch. Ich habe äh, hab meine Position vertreten. Wir haben da nochmal ein bisschen miteinander gesprochen. Und äh, dann ist eins zum anderen gekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich Montana Black das mal erzählt habe, aber folgender Sachstand, bevor äh, er einen gewissen Tweet gemacht hat. Ich bin persönlich von Herrn Newstime auf allen Kommunikationskanälen, und das ist bei mir leider nur Twitter, äh, was er zumindest sehr viel konsumiert, was er gestern auch noch gesagt hat, ähm, bin ich geblockt. Das heißt, ich kann keinerlei Kontaktaufnahmen machen, ich kann ihn nicht kritisieren, ich kann gar nichts machen. Ähm, er ist halt, das ist halt wie ausgeschaltet. Und ähm, äh, es, es fand ich immer schon kritisch, weil ich ihm gegenüber sehr kritisch bin. Ähm, und deswegen ähm, habe ich, wenn ich kritisiert habe, das halt irgendwie für mich selbst gemacht und für so ein paar Leute, aber das hat ja nie den gewünschten Effekt. Und du willst ja auch irgendwo, dass es, dass es irgendwo ankommt, wenn dir das zumindest wichtig ist. Und äh, ich weiß nicht, ob ich ihm das mal erzählt habe, aber er setzt dann einen Tweet ab. Und in diesem Tweet sagt er, hat er den montana black effekt den Monte-Effekt, den sogenannten Monte-Effekt benutzt, äh, wie er so oft benutzt wurde, in Videos, hm. in, in Clickbait-Aktionen, in allen möglichen. Und zwar hat er geschrieben, Wir alle tun. Hey, hey, Herr Newstime, wenn du mit mir reden willst, dann rede doch vorher erstmal mit Stay. Und in dem Moment wusste ich, als ich das gelesen habe, habe ich mir Kaffee über den Monitor geschüttet, weil Kaffee kann man immer trinken. Hm. Ähm, ich, ich habe ich hab angefangen zu husten, zu räuspern, habe mich sofort an mein, habe mir im Stream, das ist alles im Stream passiert, äh, habe im Stream mein MacBook geschnappt, habe sofort Fragen aufgesch aufgeschrieben, weil ich wusste, weil ich genau wusste, dass wenn Herr Newstime irgendwas macht, um an Montana Black ranzukommen, dann wird er es tun. Wenn es irgendwas gibt, der hätte eine, der hätte eine lebende Ratte gefressen, Alter. Der hätte, eine, der hätte alles getan, um, um ein 1-1-Gespräch mit Montana Black, äh, ein Interview oder irgendwas zu führen. Und 20 Sekunden später, oder eine Minute später schreibt er unter diesem Tweet gerne. Und ich wusste, oh mein Gott, es passiert wirklich. Und ich dann wusste ich, dann war ich verwirrt und ich wusste nicht genau, wann wird es passieren? Morgen, nächste Woche, in einem Monat, neues Jahr, weiß ich nicht. Und dann wurde mir klar, oh nein, der will ja jetzt. Und ich habe mich ich habe mich gefreut ich, ich, ich habe mich gefreut ich war aufgeregt und und gleichzeitig auch ein bisschen verwirrt, weil ich dachte oh Gott, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe mein ganzes Leben lang für diesen Augenblick trainiert ihm äh, seit der Artikel 13 Debatte seit der Tatsache, dass er sich politisch engagiert habe hab ich äh, momente aufgegriffen Kritiken zusammenge zusammengesucht gesagt was nicht stimmt und was stimmt und habe dann und habe versucht gleichzeitig mit dem mit dem mit dem euphorischen Gefühl, in meinem Körper das Ganze zusammenzutragen, um die richtigen Punkte anzusprechen, weil ich mir ganz klar war, okay, du kriegst diese Chance nicht nochmal. Worst case scenario, du kriegst diese Chance nicht nochmal. Und äh, da will ich mich nochmal bei äh, Herrn, äh, Herrn Black, Herr 88, oder weiß ich nicht, wie man das sagt. Ja, Herr ähm, 88, kann man schon Herr sagen. 88, ähm, möchte ich mich bedanken, weil ohne diesen Tweet hättet ihr das niemals gemacht. Ich habe ihm das auch gestern geschrieben. habe ihm noch gesagt, Alter, wenn du das nicht gemacht hättest, der wäre niemals, niemals wäre das zustande gekommen. Und dieses Gespräch und du hast es sicherlich entweder zu Teilen mitbekommen. Du hast mir auch eine Nachricht geschrieben. Ich wusste, ich wusste sofort, dass da irgendwas kommt. Aber du hast mir eine Nachricht geschrieben und in diesem Gespräch sind eine Menge Sache angesprochen worden. Und ich, ich mache mal so ein paar Highlights. Vielleicht fällt dir auch noch was ein. Der Typ macht das tatsächlich alles alleine. Und als er mir das gesagt hat, hatte ich so diesen also, da war jegliche, an, jegliche Antipathie aus meinem Körper verschwunden, weil ich wusste, was das bedeutet. Der sitzt den ganzen Tag alleine in seinem äh, Thomas-Gottschalk-Studio, wo in, in neon ein Herr Newstime hinter ihm sitzt, steht, und macht das alles alleine. Der hat da nicht jemanden, der da drüber guckt. Ja, du kannst mit 30.000 aufrufen. Ähm bei einer Minute 48 Videos, die ein Angestellten leisten? Ja, aber das nee, ich meine, dass es einfach Leute gibt, die mit ihm zusammen das irgendwie machen. Ich wusste ja nicht, ich dachte, es, es gibt irgendwie eine Kontrollgruppe Newstime oder so. Und ähm, aber er macht das alles alleine und er macht viel über Twitter, also was ja viele befürchtet haben, aber seine Informationsquelle ist halt fast, fast ausschließlich Twitter, plus ein paar Boulevardblätter. Und dann wusste ich halt, okay, es geht hier nicht, du kannst den Typen nicht demontieren, weil mit der Tatsache, dass der das sagt, demontiert er sich selbst. Du musst ihm halt irgendwie versuchen, Feedback zu geben, damit er konstruktiv vielleicht besser wird. Mhm. Ja, also, und das habe ich dann versucht auch zu tun. Ähm, am Anfang war ich ein bisschen negativ eingestellt. Ich habe auch noch Sprüche gebracht und so, aber... Ähm, also das war dann, das war dann so mehrere, also das war eine kleine Ausrufe von Rebellen, Rebellentum nee, bei mir. Das war fucking langweilig. Also, also so von der Retalk, Mann, der war halt, der war halt, der ist schon auf den Knien mit Vaseline an den Lippen, ist der schon in das Voice-Programm eingegangen, weil eben dieser Montana Black-Effekt ruft, ne? Ja. Du musst dir überlegen, wenn du mit Monte Content generierst, dann ist das ein Kanal-Push auf YouTube, den man sich nicht ausdenken kann. Du weißt es selber, Mann. Normalerweise, du hast, du hast einen YouTube-Kanal, wenn du ein Video mit Monte machst, ähm, wo Monte nur im Voice ist und die halt wie Buddies eine halbe Stunde redet, dann kannst du da einen Vierteiler draus machen und das hat 20-fache Klickzahlen von einem normalen ja, das Video. Ja, das ja, das ja. ist normal. Und, und Herr Newstime hat nun mal diese, diesen Aufruf zum Gespräch gehabt. Und äh, wenn man wenn man diesen Auf, Ausruf rausbringt, dann... Dann tut man alles, um, um das irgendwie zu erfüllen, weil man weiß, okay, das wird richtig reinschallern. Rein ne? ja. Mashallah, das wird richtig reinknüppeln von den Klickzahlen. Und ähm, er hat nur nach dem Opening gesucht. Das Opening hat er bekommen und äh, der wusste ganz genau, äh, was da passiert. Ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er, dass er da so differenziert und realistisch mit der Situation umgeht. Nicht inhaltlich, weil das ist nicht der Fall gewesen, sondern, ähm, sondern von der, von, von der Brisanz des, des vielleicht anstehenden Gespräches. Also der ist super freundlich, super defensiv, super zurückhaltend und der, der, war, der war quasi im, im Relativierungsmodus des Todes. Der, der ja. hat nicht widersprochen, nicht ein einziges Mal hat er während des kompletten Gespräches seine Position verteidigt. Der doch, hat, hat er. einmal als oh, es nee, um nee. diesen Doch, 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 als, als, als es um diesen ähm, äh, montana black äh, Videoausschnitt ging, hat er versucht, sich aufzubäumen. <laughs> Ja, weil das ja mit Newstime nichts zu tun hatte. Also das hat ja mit Newstime nichts zu tun. Das ist eine Frage, die hätte man David Hein stellen müssen. Warum dieser, warum diese 15 Sekunden davor ja. nicht geklippt worden sind. Das ist eine Frage, ja. da, damit hat Newstime gar nichts zu tun. Da kann man jetzt sagen, so wo ist die Recherche? Aber auf der anderen Seite kannst du ihm das auch nicht vorwerfen, weil er ist ja nicht dafür zuständig, andere Influencer richtig zu stellen, sondern er ist dafür zuständig zu berichten. Er ist Freizeitboulevard und wenn der halt so einen kontroversen Tweet nimmt und darüber berichtet, dann geht das schon klar. Also das hätte man David fragen müssen und das hat er dann auch verteidigt. Das ist dann in Ordnung. Aber bei allem anderen, Bruder, hm. der war halt so defensiv, der war so defensiv und deswegen kann ich auch keinen Vorwurf machen, dass, dass da irgendwelche, dass kritische Fragen nicht gestellt worden sind, weil dann machst du dich einfach selber zu einem zu Hurensohn. Ähm, ich, also das war, ich habe ja niemanden beleidigt. Ne? Ich habe nur das Wort benutzt und das geht voll klar. Äh, deswegen, ich würde, ich würde hier nicht verwarnen. Wie siehst du das? Ich würde äh, verwarnen. Alles klar. Du machst, dich selber, du machst dich selber zum Depp, wenn du, ähm, wenn, du dann, wenn du dann ganz scharf rangehst, weil er eben wie so ein kleines Baby. Er liegt wie so ein sorry. kleines. <laughs> er liegt wie so ein ich kleines, hab was ganz anderes gerade. Oh mein Gott. Was denn, was denn? Ich hab. Oh, nee, das müssen wir danach machen. Er liegt wie okay. ein kleines Baby, I'm sorry. Okay, er liegt wie so ein kleines Baby in so, in so einem Bettchen und. und wie, wie so ein Hund der sich halt auf dem Rücken legt und und ergibt, weißt du, der so an der so eingesteht, ja Mann, ich habe hier nichts zu bieten. Ich kann ich kann mich hier nicht wehren. Mach mache einfach nicht so heftig. Weißt du, wenns wenn du es einrichten kannst, beiß mir nicht in den Nacken. Und genau das war's, und ähm, ähm, so ist dann auch das Gespräch verlaufen. Ja, ja. Also aber ey, kann man keine Vorwürfe machen. Ich hätte wahrscheinlich eh ich muss ganz ich habe ich hab differenziert darüber nachgedacht, weil ich ja auch Herr Newstime ist ja einer von den Leuten, wo ich wo ich ähnlich wie du äh, mal Aussagen gedroppt habe, wie wenn der mit mir im Voice wäre, oder wenn ich mit ja, ihm wirklich ja. mal sprechen würde, dann wird das 15 Minuten dauern und der wird, der wird, der wird das, das Programm verlassen und, und äh, seine Mutti anrufen. Das, ich denke, das haben wir, da haben wir beide schon, schon sehr polarisierende ja, ja, Äußerungen definitiv. gebracht. Und dann habe ich versucht, darüber nachzudenken, ob ich denn mit so einem, für so einen Newstime bereit gewesen wäre. Ja. Und die Antwort ist wahrscheinlich nein, weil, weil ich auch einfach zu alt bin, um einen um einen gleichaltrigen 30-Jährigen und Newsom ist jünger als ich, also hast du da nochmal dieses, na okay, ist alles in Ordnung, kleiner. Ähm, hast du dieses, dieses, dieses innere Gefühl, dass du, dass du den dann halt nicht trittst, weißt du? Weil er einfach so defensiv war und deswegen, mein Gott, Mann, ich hätte wahrscheinlich, bei mir wäre es wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, wäre es bei mir sehr ähnlich ausgegangen, weißt du? Ja. Also ich muss, ich muss ähm, im Fazit sagen, ich habe versucht, so gemäßigt wie möglich zu sein, ähm, habe es aber hab mich trotzdem manchmal hinreißen lassen, zu Seiten sch sch schieben, natürlich. Ähm, aber ich hoffe, dass es gemäßigt rüberkam, weil ich am Ende auch einfach das Gefühl hatte, dass der Typ ähm, viel zu viel alleine macht. Viel zu viel alleine macht hat er. Für das, was der da machen will und wie er das umsetzt, das, das natürlich geht das in die Hose. Um, und das hat er auch um, sehr gut eingesehen. Es war ein sehr konstruktives Gespräch am Ende. Oder wie du sagen würdest, langweilig. Um, und Findest <laughs> und du, fandest du, es war konstruktiv? Ich fand, ich es, glaube, er, ich, ich fand hm. überraschend, also ich, ich fand ihn überraschend devot. Ja, natürlich. Das, das, das ist ja, aber, aber das ist ja, das ist ja ein Monte-Effekt. Also, der wird, der gibt da einen Fick drauf, Alter. Wenn du ich jetzt wirklich denkst, nicht. dass er dadurch nicht. seinen Content umstellt, dann 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 also auf gar auf gar keinen Fall, der war doch schon mal an diesem Punkt. Der hat doch schon mal Gespräche geführt, die dann auch mit 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 den Space Frogs ähm, hat er das gemacht. Ja. Der hat das davor, ja. der hat vor ewiger Zeit mal mit David Hein darüber gesprochen. Wenn ich korrigiert mich, ich glaube, es war David, aber kann auch irgendein anderer gewesen sein. Ähm, der ja. wurde, dass Herr Newstime kritisiert wird, ist ja nichts Neues. Und ähm, ähm, ich bin, also, das sind jetzt interne, aber ich weiß, dass ein ähm, farbige ein farbig haartragender ähm, Musiker <laughs> mit hm. Kooperationsdrang äh, ihm richtig auf privater Ebene die, die Leviten gelesen hat. Bei dieser Falschdarstellung der Meine Familie wird bedroht, Geschichte, du erinnerst dich. Und da war auch super einsichtig und super, super, ja, jetzt ab jetzt wird alles besser und alles cool. Das ist halt eine, das ist, das ist eine, das ist eine geläufige Strategie, dass du halt, um das zu bekommen, was du möchtest, in dem Moment einfach die Wut auf äh, dich auf den Rücken legst, weil er hatte ja auch nichts zu verlieren. Du musst ja, du musst ja mal das komplette Setting dieses Gespräches geben, ja. Das mhm. ist auch der Grund, warum ich solche Gespräche nie bei mir auf dem Kanal machen würde. Ähm, ich habe das einmal gemacht mit äh, mit Kuchen TV. Da waren wir aber beide live, weißt du. Also da hatte er eher seine Bubble und ich hatte meine Bubble und dann mhm. haben sich quasi die Bubbeln gegenseitig bekriegt. Das war auch, das war auch konstruktiv, aber es war halt auch wischi für die für das, was ich eigentlich hätte machen wollen. Ähm, und dadurch, dass es nur bei dir auf dem Kanal war, hatte er ja auch nichts zu verlieren. Ihm, die wussten die, die die sind ja die die haben ja alle jeder einzelne Zuschauer hat ja die gleiche Einstellung die wir auch haben weil das mhm. weil das differenzierte Menschen sind die darüber nachdenken und die unseren Scheiß äh, oder deinen Scheiß äh, seit Jahren hören die wissen das das heißt der Newstime hat da nur eine Aufgabe Schadensbegrenzung auf die Knie auf den Rücken legen und gucken <laughs> dass ich vielleicht zwei drei Leute aus Sympathie und Mitleid auf meinen Kanal kriege ansonsten mhm. Absolut nichts. Der hat doch nichts zu verlieren. Der hat doch nichts mhm. zu verlieren. Wenn er aussieht wie ein Depp, wenn er wie ein Depp aus dem Gespräch rausgeht, dann denken die Leute, er ist ein Depp. Tun sie auch vorher schon. Und das weiß er. Weißt du, was ich meine? Das Setting, das Setting ist für so, für sowas sehr, 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 sehr unschön. Deswegen, deswegen präferiere ich bei sowas, bei solchen Streitgesprächen, weil das hätte es eigentlich sein sollen. Es hätte normalerweise ein vorbereitetes Streitgespräch sein müssen. Du hättest, du hättest Zeit gebraucht, dass wir uns vielleicht alle mal die Köpfe zusammenhauen, weißt du? Und dann, dann wäre da richtig was bei rumgekommen. Mm. Und dann moderiert durch jemanden, der, der eine neutrale Position einnimmt ähm, und wirklich nur das Gespräch leitet. Und dann feuerfrei auf irgendeiner neutralen Plattform, dann wäre es dann wär's so gewesen, dass du wirklich mm. nachhaltig den hättest treten können. Was ja nicht der, was ja nicht das Ziel ist, also den Content von der Person. Die Privatperson mag vollkommen in Ordnung sein, weißt du? Ähm, ja. Aber diese, ich, ich, diese, diese ja, Kunstfigur ich, Newstime, weißt du? Ich gebe dir recht in der Punkt, dass ich ähm, auch mir ein bisschen gewünscht hätte, mehr Vorbereitung zu haben. Aber es ist, du musst halt immer sehen, manchmal passieren solche Momente einfach. In dem Moment war ich mehr euphorisch und habe nicht über, also nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe versucht, meine Punkte so rational zusammenzufassen und klar ausgedrückt nach vorne zu bringen, äh, wie es ging. Und ich hoffe, das habe ich geschafft. Ich habe auch ein bisschen mhm. ähm, danach von der, unserer, äh, unserer Kontrollbubble, ähm, äh, Grüße gehen raus, äh, äh, Feedback bekommen, wo es hieß, ja, das war schwach, weil das und das und das und das. Ähm, das äh, sehe ich auch, das ist kein Problem. Ähm, aber man muss halt immer die, die Situation des Momentes irgendwo auch umfassen können. Und die war halt so dynar, also so, das war halt eigentlich der Streaming-Moment, weil genau das ist das, was wir machen, Es zwar sofort. Es war unvorbereitet und du musst halt das Beste draus holen und ähm, ja, ich habe also wirklich alle Mühe der Welt gegeben so und außerdem es ist noch mal echt ein Unterschied jemanden zu demontieren, wenn der vor dir liegt und und darum bitte, dass der Alpha Predator ihn nicht ins Genick beißt. Weißt Absolut, du? das habe ich ja und gesagt. Das ist, Aber das, das, ist, so das, das ist menschlich, das ist humanitär. Hättest du da, hättest du dir, hättest du da so auf den eingetreten wie wie das wahrscheinlich viele auch erwartet hätten. Ähm, dann, dann hätte ich meine Meinung dir gegenüber wahrscheinlich noch mal im privaten ähm, in einer privaten Nachricht mitteilen müssen, weil das ist, das ist nicht so, wie ich dich kennengelernt habe, Mann. Also du bist halt keine Person, die, wenn, wenn, wenn jemand legit vor dir liegt und dir und dir seine <laughs> Geschlechtsteile hinhält, dass du sagst, nee, mein Freund, du stehst jetzt wieder auf und lässt dich von mir ohrfeigen, feigen, weißt du, das geht halt nicht. Also es das ging das, das geht schon klar, Mann. <laughs> Ja gut, dass ich diese Nachricht nicht bekommen habe. Ja nee, aber das ey, was hätte was hätte, was wäre denn dabei rumgekommen? Das der, der best Case best Case, den ich mir dann so überlegt habe für dieses was wäre passiert, wenn wir es so gemacht hätten oder wenn du es so gemacht hast, wie wir es beide immer gesagt haben seit einem Jahr jetzt ja. der wäre im Voice gewesen, wäre super freundlich, von Anfang an super freundlich. von Anfang an auch differenziert und die Aussagen, die er getätigt hat, waren auch, waren auch überlegt, so nach dem Motto, das kannst du nicht kritisieren. Weil er sowas gesagt hat wie, ja, Mann, ich finde es ja super in Ordnung, dass wir uns endlich jetzt mal sehen. Das ist ja wunderschön. Ich finde das ja immer super, wenn man miteinander redet, weil so kann man ganz viele Konflikte einfach aus dem. Ja, es ist richtig, aber das hätte vor einem Jahr passieren müssen. Oder als wir, als wir in jedem, in jedem Stream deine ja. ekelhafte Artikel 13-Propaganda ja. äh, demontiert haben. Und zu dem Zeitpunkt hast du alle Anfragen komplett blockiert. Wo war denn die, wo war die Bereitwilligkeit, mit jemandem zu sprechen, der dir kritisch gegenübersteht, zu der Zeit der Urheberrechtsreform? Richtig, die war nämlich nicht vorhanden. Das ist irgendein blödes, ein blöder, ein, eine blöde PR-Standaktion so durchsichtig und klar, ähm, wie sie nur sein kann, um an Montana Black zu kommen. Also was und wie gesagt, da kann man dir keinen Vorwurf machen, weil wenn du wenn du wenn du da getreten hättest, wärst du halt ein Wichser gewesen. Das ist halt so in den Augen von allen. Ja ja ja, ja. Deswegen Mann, ich habe also ich habe das gesehen. Ich war auch unterhalten, ähm, ähm, weil na, natürlich war man unterhalten. Ähm, und ähm, Hast ich zu meinen Seiten mit der Schutzstaffel. Hat der das ja, ja ja natürlich, eine private Schutzstaffel, die neben dem äh, Demowagen <laughs> herläuft. Und selbst das, das hat er noch nicht, noch nicht mal das hat er in irgendeiner Form kommentiert. Oh er hat nur ja. der hat so ein aufgesetztes Lachen dann dahingesetzt und, und einfach weiter seinen, seinen, seinen Scheiß abgespult. Das war schon, war schon gut gemacht. Ähm, war schon gut gemacht von ihm, muss man ihm sagen. Und mein Gott, vielleicht, vielleicht ändert er was dran. Ich bitte, rechne da nicht mit, aber ähm, vielleicht tut er es. Wenn er es tut, dann, dann hast du, dann hast du YouTube Deutschland einen, einen Dienst geleistet, der unermesslich ist. Und falls nicht, dann läuft so wie erwartet, dann kann man dir auch keinen Vorwurf machen, Mann. Gott sei Dank siehst du das so. Gut, damit ähm, so ein bisschen zusammengefasst, äh, das VOD und das äh, YouTube-Video dazu wird sicherlich die nächsten Tage irgendwo auftauchen. Es gibt jetzt äh, ja eine VOD-Plattform von mir, äh, livearchiv.net, äh, äh, wo man meine VODs nachsehen kann. Das wird dann auch, äh, die wird betreut, das ist aktuell in der Beta. Ihr könnt äh, dazu auch Informationen in meinem Discord finden, discord.gg slash stay unter VOD-Feedback. Oder ihr geht da direkt in den Themenbereich Alman Arabica. Da könnt ihr euch uns dann auch äh, Feedback schicken. Und mm. apropos Themenbereich Alman Arabica. Ich habe heute Morgen sehr gelacht. Hast du da, hast du hab da das mal gesehen, ja, ja. Ich habe das bei dir auf Twitter gesehen. Ich habe heute Morgen ähm, Damit die äh, Alte auch steht. Ich habe heute Morgen, oh Gott, das Management, ähm, ich habe heute Morgen ein Bild gesehen, äh, als ich aufgestanden bin. Ich musste so lachen. Äh, um 7 Uhr, genau zu meinem Weckerzeitpunkt, äh, äh, ist das äh, gepostet worden. Und ich habe äh, Discord so verschlafen, geöffnet und habe dann dieses Bild angeklickt im Alman Arabica Feedback Channel. Und dann steht da so eine, <laughs> dann ist da so ein Bild. Äh, ihr müsst euch das vorstellen für die Leute, die es auf Twitter gesehen haben. Die wissen, was ich meine. Das ist so eine Hundefutterpackung. Äh, da steht äh, drüber Montana Black, der Klassiker und dann so schön auf dem einem auf weißen teller drapiert mit so einem Petersilienblatt. so ein mm. schöne inhalt dieser köstlichen, äh, dieser köstlichen verpackung und dann steht da oben punkt 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 damit die alte auch stets zurückkommt <laughs> und dann frauen an der langen leine lassen punkt <laughs> und ich musste so mit lachen. Saftigen ich, ich, bin halt, ich bin halt wirklich ich bin halt wirklich lachend aus dem bett gestiegen ja. weil das so weil das so ein gutes so ein gutes bild ist und ähm, ich habe es auch schon auf Twitter gepostet. Einfach, ähm, einfach also wirklich, also es ist einfach, es ist einfach lustig. Und ja, die Memes ähm, dazu sind, sind halt wirklich großartig. Wo, wirklich großartig. Und ähm, das ist aber gar nicht, äh, worauf ich eingehen will. Ich habe nämlich gerade eben, oh mein Gott, David Hein, der großartige David Hein, Standardausgabe, Standard der, der jetzt müssen wir, wir müssen. Wir müssen einen Award vergeben. Wir müssen den News zur Woche zum David Hein der Woche machen. Und ich erkläre doch gleich wieso. Oh Gott, Denn, nein. Äh, oh doch. Äh, David Hein, äh, liebe Grüße. Ich muss, ich muss sagen, ähm, ich kann, ich empfinde Empathie für das, was du jetzt gleich erleben wirst und das, was du wahrscheinlich in Zukunft erleben wirst, weil das haben sicherlich auch ein paar mehr Leute mitbekommen. Vielleicht. Wenn nicht, werden sie es jetzt mitbekommen. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass ein großer ein großer Herr Black auf dieser Situation aufmerksam wurde und oh zwar was ist nein. passiert nein herr Dave, doch hör zu genau hör zu es gab eine es gab ja diesen twitter äh, diesen twitter tweet von ihm dem Herrn hein wo er sagt dass hier das ist der größte streamer und so und der guck mal wie der über frauen redet ja hm. so unter diesem tweet hat jemand äh, geschrieben äh, ein sogenannter philipp der philipp hat geschrieben mimi 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 ja einfach so mimi mi, mi, mi. total unschuldig total unschuldig Mi, mi 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 und schreibt dazu ein GIF, so ein weinendes GIF von dem Mann. Daraufhin passiert es. Es ist passiert. David Hein geht auf das Profil von dem Mann, von dem jungen Mann, nimmt das Bild aus seinem Profilbild, postet das rein, um ihn zu denunzieren, wie hässlich er ist. Fun Fact, der Typ hat eine Behinderung. Man oh sieht das auch. Oh nein. Er hat eine Behinderung. Oh doch. Und kriegt oh daraufhin die Antwort, kriegt daraufhin die Antwort, ich zitiere, Philipp schreibt, Grüße gehen raus, Philipp, fand ich ja eigentlich immer unsympathisch, unsympath äh, aber jetzt, wo ich weiß, dass du dich über Menschen mit Behinderung lustig machst, finde ich, du bist nicht besser als Monte. Aber wenn es dir Spaß macht, in Klammern, bin übrigens auf dem rechten Augen blind und habe nur eine Hand. Oh Gott. Und dann geht's weiter. Das ist nicht zu Ende. Und dann, ich, ich werde es bis zu einem gewissen Punkt weiterziehen, weil dann er ist einfach ins offene Messer gelaufen. Ich, ich, ich bin auch schon sehr oft ins offene Messer gelaufen, weil so ein, das ist ein Fehler gewesen, ein Anfängerfehler. Jetzt schreibt David dazu: Jetzt mal ganz ernsthaft, dass du eine Behinderung hast, habe ich nicht gesehen. Darüber wollte ich mich definitiv nicht lustig machen. Entschuldige bitte. Was ich glaube, was er ernst meint. Aber dann kommt der, dann kommt der Todesstoß von Philipp. Selbst wenn ich es nicht wäre, ist das uncool, von Fans Profilbildern zu posten, um quasi damit indirekt zu zeigen, dass sie hässlich sind. Oh obwohl Gott, das nein, nicht er mal, zu, um das, obwohl das nicht mal zum Diskussionsthema gehört. Und dann schreibt er ein Bild, dann schickt er ein Bild von seiner verkrüppelten Hand und damit hat er ihm einfach das, das Damoklesschwert durch durch den Körper gerammt. Nee, das Damoklesschwert hat er ihm durch den Körper gerammt. Mit, mit, der, mit der absolut richtigen Aussage. Dass das nicht zum dass, Thema gehört. Dass das nicht, dass es scheißegal ist, ob er behindert ist oder nicht. Das ist oh, das Damokless. Das, das ist, das ist, das ist das, das ist der, oh Gott. Ich meine, ich muss. Oh mein Gott. Ich, ich sag nochmal, dieser Tweet, de, wenn dieser Tweet, dieser Tweet wird das Licht der Welt. Also er ist nicht, er ist nicht bekannt. Das sind zwei Leute haben das bis jetzt gesehen. Zwei, zwei, vier Likes, hier zwei, da vier, da mal zehn. Alter, alter. Ich kann, ähm. weißt du, du musst, auf, uh. Bruder, du musst ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen bin ich gewillt, David ja? ja. zu verteidigen. Nicht wegen dieser ja. Aktion, sondern im Allgemeinen. Ja. Und zwar aus folgendem, aus folgendem Blickwinkel. Der ja. kriegt derzeit von allen fucking Seiten, alle Seiten versuchen dem dicke, dicke Teile in sein After zu rammen. Alle. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der kriegt halt von allen Seiten. Alle Seiten machen sich über ihn lustig, Mann. Jeder... Ich, hab ich nicht die, mitbekommen? Erzähl mal bitte. Jeder, jeder Depp, der in irgendeiner Weise versucht, mit dieser Aktion Aufmerksamkeit zu gelangen, äh, an Aufmerksamkeit zu gelangen, ähm, ähm, äh, schießt gegen ihn. Der, die Meinungsblogger-Szene macht sich über ihn lustig. Hm. Tanzverbot macht sich über ihn lustig. Alles in Rang und Namen macht sich über ihn lustig. Ähm, die kramen sech, sechs Jahre alten Scheiße aus ähm, von David, der hat ja mal. Ja so gut, eine das, 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 äh, da, da, da muss ich ihn auch in Schutz nehmen. Diese, also um jetzt mit VUDs zu kommen, die fünf Jahre alt sind, ähm, oder alten Thumbnails, guck mal, was du damals gesagt hast. Kennst, das du, kennst, so du, kennst du diesen Mock? Oh. Kennst du diesen Mock auf Twitter? Oh, Wenn du auf Twitter so unterwegs bist, dann kennst Oh du ja, Mock, der, der Typ, der die ist. ganze Zeit. Der Mock ist der größte, der größte Spaten, weil der ja, äh, recycelt ähm, alles, was an Memes im Internet fünf Wochen alt ist. Nee, das weißt du, was so? der macht? Ach, der, das, der, das, das kannst du auch relativ einfach nachvollziehen. Der sucht wahrscheinlich einfach ähm, Funniest Tweets. Ja, ja. Und dann findet er die im, im, im Englischen. Englischen und übersetzt und die ins Deutsche. Und übersetzt die halt ins Deutsche oder gibt dem halt irgendwie einen, einen aktuellen Bezug zu dem Thema, das in Deutschland relevant ist. Es ist halt so und das ist der, also Mock ist halt fucking ninegag gag weißt du? Mock ist halt wirklich ja. so, dass was auf 4chan vor, vor fünf Wochen lustig war und nicht edgy ist, schafft es dann irgendwann zu ninegag gag Mock, Und ja. das ist halt Mock, weißt du? Und selbst der versucht ihm da, ähm, versucht ihn da anzugehen. Ähm, und es ist einfach so unangenehm. Der wird kritisiert dafür, dass er mit dem Content anderer in besten Listen sein Geld verdient, ähm, was ja so faktisch nicht stimmt. Ich glaube, der ist ein sehr erfolgreicher Mensch auch außerhalb seiner YouTube-Präsenz. Ähm, auch finanziell erfolgreich. Hat einen der, der bestlaufendsten und besten Podcasts in Deutschland. Ähm, alleine damit könnte der sich finanzieren. Und alleine damit finanziert er sich wahrscheinlich auch. Ähm, und das Rest, äh, der Rest ist halt so ein fucking Beiwerk. Ähm, und seine Videos, die er macht, diese ganzen Top Ten-Listen, die gehören für mich halt irgendwie zum Ja dazu, weißt du. Das ist für mich kein recycelter Content. Wenn ich mich da hinsetze und ein Video angucke und dann ein bisschen lache, dann ist das halt. Dann kann man darüber zurecht diskutieren, ob das, ob das mit dem, mit dem, mit den Werken anderer Menschen, ähm, ob das, ob das Geld verdienen mit dem, mit der Arbeit anderer ist. Lasse ich mich drauf ein, ist auch in Ordnung so. Aber es ist bei David halt nicht der Fall. Also da, da, da steckt schon ein großer redaktioneller Aufwand dahinter und was er macht, was halt falsch ist, ist er versucht sich auf Twitter derzeit jedem Gegenüber zu rechtfertigen und wirkt dabei oftmals pauschal angegriffen. Also er wirkt und das ist hier richtig in die Hose, Alter. Alter. Ja, ja. Also er ist halt, er ist halt direkt. Er sieht halt in oh. jedem Tweet einen potenziellen Kritiker und Montana Black Fan, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, wenn man den Reichweitenvergleich macht, dann kann man davon ausgehen, dass ähm, Monte deutlich mehr Warrior hat, die durch Twitter ziehen. Ja. Weil, weil ich die, die Zielgruppe von, von lester schwestern und von, von Behind ähm, eher so ein bisschen reflektierter und älter einschätze als die von Monte. Ähm, die sehen das halt und sagen, Jo, aber selbst wenn, juckt mich das halt jetzt nicht so wirklich. Wie die ganze Diskussion, die interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und der sieht halt überall einen Angriff. Ich meine, Simon kennst du ja auch, Simon Kuschel von äh, ehemals. Ich habe das Twitch gestern Mann. noch. Ich werde dich, dich, werd dich ewig vermissen, mein Freund. Ich werde dich wirklich ewig vermissen. Ja, Simon, Grüße. Ähm, du, bist, du bist und bleibst für mich Twitch. Du bist Twitch Deutschland und da wird, das wird auch niemals irgendein anderer schaffen, diesen, diesen Status einzunehmen. Ja. Ähm, und er hat geschrieben: Was sind deine Meinung zu Frauen? Oh Gott, die Reaktion von ihm, das war aber auch wieder eine und, übelkranke Reaktion. Und, und, und David gibt, halt, gibt ihm halt direkt so, ein, so, ein, so eine verbale Schelle. Keine Ahnung, ob, da, ob sack. Ja, ja. Keine Ahnung, ob da was vorgefallen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da privat was vorgefallen ist, weil, um, um privat mit Simon Stress zu kriegen, da musst du dich wirklich anstrengen. Also. Ja. Also businesstechnisch, Simon muss man immer trennen. Business und, und privat muss man halt bei Simon immer trennen, weißt du? Ja, Business ja. ist halt ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der ist halt, du hältst dich halt nicht so lange so erfolgreich, wenn du, wenn du nicht ein Businessmann bist, ne? Aber privat ist es halt einer der, der, der ruhigsten und nettesten Menschen, die ich habe kennenlernen dürfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der das auch irgendwie stechelnd oder, oder stichelnd oder provokant oder so gemeint hat, sondern Simon ist so einer. Der setzt sich hin, der guckt dich an, der nickt dabei, dann hört er dir 20 Minuten zu und dann stellt er die eine Frage, die, 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 die du nicht gestellt kriegen möchtest. Aber aus, aus, aus ernsthaftem Interesse. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Also, er ist ein super guter Zuhörer und der ist super philosophisch unterwegs, weißt du? Mit dem kannst du dich bei bei, bei zwei Glas Bier in irgendeiner in irgendeiner Leipziger Hotellobby hinsetzen und kannst sechs Stunden lang philosophieren. Ja. Real Talk kannst du halt machen und es ist halt gut. Deswegen ich, ich glaube er ist ein bisschen er ist ein bisschen zu hart angegriffen oder er fühlt sich zu hart angegriffen und sieht überall irgendwie eine Bedrohung und den Drang sich rechtfertigen zu müssen, was er gar nicht nötig hat und äh, dadurch dadurch wirkt er oftmals sehr ungeschickt. Ja. aber ich kann das nachvollziehen, weißt du, wenn du so einen, wenn du so, ein, so Shitstorm mal lebst. Ja, ich weiß nicht, aber das ist ja auch ein, also ganz ehrlich, ich mein, mein Empath, also ich verstehe, was du meinst und natürlich finde ich es total dämlich, mit alten äh, Aufzeichnungen zu kommen. Und guck mal, was du vor fünf Jahren gedacht hast. Come on, Bruder, schon mehr als ein Jahr ist lächerlich. Aber das ist halt nicht mehr mehr, das ist halt nicht mehr der Rede wert. Aber ähm, he brought it up on himself, ja, also er hat es ja selbst ausgelöst. Er hat eine bewusste Entscheidung getroffen, diesen Tweet zu machen. Er hat eine bewusste Entscheidung gemacht, dieses Video zu schneiden, weil das nicht der komplette Kontext ist, da möchte ich auch sagen, da wurden der An also es wäre nicht hinderlich gewesen, die 10 Sekunden davor oder 15 Sekunden vor diesem Ausschnitt noch mal drin zu lassen, weil es halt einfach hin weil es halt vielleicht noch ein bisschen geholfen hätte. Er hat jeglichen Dialog abgelehnt, jeglichen Art von Dialog. Ähm, worauf ich auch hingewiesen habe, dass man vielleicht sagen kann, hey, wie es denn, wenn du den mit einbeziehst, weil das schon irgendwie. Ich meine, es ist. Natürlich kann man das scheiße finden und ich finde den Punkt, den du ansprichst, auch scheiße, aber man kann ihn einbeziehen. Du kannst ihn immer einbeziehen. Das wurde auch nicht gemacht und jetzt auf jede Frage so auf Aluhut-Basis Paranoia zu schieben, was er tut, weil diese Simon-Sache ist ja so witzig, weil er Simon fragt, was ist deine Meinung zu Frauen? Und David gibt, gibt, mir, gibt bestimmt jemand anderes, dem du auf den Sack gehen kannst. Und dann sagt er, der hat nicht nur gefragt, der Art plumper Bait hat vielleicht im Twitch-Kindergarten funktioniert. Und dann stalkt er Simon auf seiner Twitter-Seite und guckt, was der für Tweets geliked hat. Und sieht, dass er einen Tweet von Montana Black geliked hat und drängt und, dr und setzt ihn in die Montana Black-Like-Bubble. Also so von Fan-Bubble. Und ich dachte so, Bruder, Newsflash, Simon like Tweet. So, das ist halt, komm, on, Mann, wie paranoid ist das, bitte? Das ist genauso wie die, wie heißt diese Pum-Bubble? Pum-Bubble? Keine Ahnung, was du meinst. Diese Fem-Bubble, da gibt es auch eine Bezeichnung für. Ach, Scheiße, Alter. Da gibt es extra Bezeichnung für. Da hatte ich letztens einen Tweet von denen gesehen, wo jemand eine Antwort in so einer Fem-, in dieser extremistisch-feministischen Bubble macht. Und da macht jemand einen Tweet und antwortet. Und dann ist die Antwort darauf von einer dieser, ähm, einer dieser Frauen äh, oder Personen, weiß ich ja nicht, ähm, ist dann, tut mir leid, ich kann deinen Tweet leider nicht ernst nehmen, das hat gerade jemand aus dem Drachengame geliked. Und ich so, Bruder, was bitte? Und genauso ist das. Wer guckt denn bitte, wer guckt denn da bitte hin und sagt, wer was liked, Alter? Entweder du gehst darauf ein oder du mutest die Person und kümmerst dich nicht drum. Ich verstehe das grundsätzlich nicht, wenn ich auf jeden, also ich kann es auch nicht, ich, ich kann auch nicht auf jede Nachricht eingehen. Jedes Mal, wenn mich irgendein iBlali-Fan antweetet und, und meint, mit seiner J Justin Bieber-Gedächtnisfrisur im Profilbild sagen zu müssen, dass er mich scheiße oder unsympathisch findet, mhm. I don't give a fuck, der kann das gerne finden. Ich mute den Account und sehe den nie wieder. Ich gehe da nicht drauf ein, warum sollte ich, weil das nichts mit... Weil die, diese Tweets nicht gemacht werden, um zu diskutieren, sondern diese Tweets werden dann mutwillig gemacht, wenn du den Eindruck hast, um dir auf den Sack zu gehen. Und wenn du das nicht möchtest, dann drückst du auf den, auf das Profil, gehst auf Stummschalten und siehst das legit nie wieder. Ja. Und warum das hier nicht angewendet wird, ist mir ein Rätsel. Und das ja, mit dem Behinderten, das, genau so. das mit dem Behinderten, ähm, mit diesem Gesicht, das wird ihn einholen, Alter. Das wird, ich call es einfach, wir haben heute den, also wenn diese Folge rauskommt, ist der 11.12. Wir werden äh, am 10.12. Es ist der 10. Es ist gerade 10.12.9.46 10, 10. Uhr. Genau. Es, die, dieser Tweet hat keine Aufmerksamkeit. Der wird im ähm, Laufe nur. des Tages explodieren. Ich bin mir, mm. sehr, ich bin mir sicher, ich, heute im Laufe des Tages wird der noch explodieren. Und dafür wird es unterschiedliche Möglichkeiten geben. Ich sage nicht, welche es gibt, aber mal gucken. Also ich bin ziemlich sicher, dass der noch, dass der, wenn der gefunden wird, der wird unangenehm. Ja, der ist halt unangenehm, weil, weil ich meine, ich, ich, ich würde halt lügen und heucheln, wenn ich sagen würde, dass, dass, dass ich sowas noch nie gemacht hätte. Weißt ja, du? genau. Ich das glaube, hab ich, ich hab's hab schon gemacht. Ja. Ich glaube, ich es schon gemacht. Ich hab's mit Sicherheit schon hunderttausendmal Mal gedacht. Ja. Und das ist einfach so eine einfache Möglichkeit, ähm, die, die aber falsch, die falsch rüberkommen kann, weil damit. Damit entkräftest du kein Argument und damit entkräftest du auch keine Kritik, sondern du, du, du hast diese Kritik wahrscheinlich in deinem Kopf gedanklich super ent entkräftet, und entscheidest dich dann dazu, dass es so dumm ist und unmöglich, das in 140 Zeiten Zeilen irgendwie zu, oder Zeichen zusammenzufassen. Und dann sagst du einfach: Ja, guck dich halt einfach mal an. Weißt du, so nach dem Motto. Also nicht mal, wie, wie hässlich du bist, sondern guck dich halt einfach mal an. Das, also, du hast halt ein Anime-Bild, weißt du, oder? Ja. Ich weiß, ich hab's schon, ich hab's mit, mit Sicherheit schon 100.000 Mal gemacht. Das hätte jedem passieren können. Ähm, ich versuche da, ich versuche bei, bei Twitter eigentlich nie irgendwelche Streitdiskussionen zu führen, weil es einfach so sinnlos ist. Mit anderen Leuten, also mit anderen Influencern, ja, klar, gerne, ne, feuerfrei. Aber so, mit, so mit, mit Zuschauern oder Zuschauern von anderen Leuten macht das für mich unterm Strich nie Sinn, weil die sind ohnehin nicht an Diskussionen interessiert. Die sind daran interessiert, dich abzufacken. Hm. Und dann kann man sich darauf einlassen und kann sagen, okay, jetzt facke ich dich ab, aber warum warum solltest du das machen? Ne? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht und ich, ähm, wie gesagt, ich glaube, er ist einfach in einem, in einem äh, in einer extrem äh, tippwilligen ähm, äh, Status, wo er überall Gefahr und Kritik und, und Rechtfertigungszwang sieht. Und das ist schade, weil, weil, weil David ist wirklich ein intelligenter Mensch, Mann. Der ist wirklich, das ist ein wirklich sehr, sehr intelligenter Mensch, mit dem man super gut Gespräche führen kann, super viel Spaß haben kann. Und der zeigt sich hier auf Twitter von der Seite ähm, nicht so, wie so habe ich dich nicht kennengelernt, du hast dich voll verändert. Das ist halt Schwachsinn, <laughs> weißt du, der ist halt immer schon ein bisschen polemisch gewesen und genauso wie ich und deswegen sind wir ja auch humoristisch auch so auf einer Linie, weißt du, weil wir haben halt so den gleichen Humor, Zynis, äh, zynistisch, sarkastisch, so dieses dieses volle Brett, Alter und mm. ich kann das nachvollziehen, aber man, nee, der hat's halt einfach nicht nötig, weißt du, der hat's halt einfach nicht nötig, das ist halt einfach, der, der, der Kritikpunkt ist angekommen, alle, die da reflektiert drüber nachdenken, werden sehen, warum warum da Kritik sogar Angebracht sein könnte, also ich würde die nicht äußern, weil ich es halt einfach nicht relevant genug sehe. Ähm, aber man kann die machen, das geht voll klar, und dann ist er halt explodiert und die Leute springen drauf und dann macht man Fehler. bisschen unglücklich, aber mein Gott. Hm. Hm. Ich ähm. wünsche ihm jedenfalls, und das sage ich, wünsche ihm nicht, dass dieser, dass dieser Tweet ihm, ihm äh, schwerwiegende Schäden oder äh, allgemein irgendwelche Schäden äh, offenbart, man. Ja. Und ich glaube Aber ihm, dass er damit auf gar keinen Fall irgendwelche Behinderungen äh, ja. diskriminieren wollte. Auf gar keinen Fall. Das möchte ich betonen. Auf ja. gar keinen Fall. Ja, ja. Äh, Sehe ich ähnlich. Aber ähm, wir kennen beide das Internet und deswegen ist es. Ähm, deswegen hast du auch das beunruhigende Gefühl im Bauch, wovon ich weiß, was du mir nicht gesagt hast, dass es, dass es so sein wird. Also, dass die Leute ihm das, das werden ihm übel nehmen weil es ähm, halt einfach ist ne also es ja, ist halt genau. einfach super du siehst einfach. es halt und du du musst halt nicht darüber du musst halt nicht darüber nachdenken Moment mal David Hein hat der ist der ist der hat der eine historie eine eine Historie andere Leute aufgrund ihres Aussehens zu diskriminieren ist er ein sehr visuell in den Vordergrund rückender YouTuber oder Influencer oder wie auch immer man diese sieht Scheiße man die alten und dann oh. und dann denkt man und dann dann <laughs> denkt man sich Einfacher geht's nicht. Mhm. Ja. Und dann wird reingehalten. Aber zu Unrecht, weißt du? Ah, ich kann mich übrigens daran erinnern, wo, wozu ich aufgerufen habe damals. Und zwar habe ich zu den ähm, lustigsten Geschichten ausgedacht oder nicht aus, aufgerufen. Wir müssen, in der, wir müssen im Podcast herausfinden, ob das eine echte Geschichte ist. Und ich habe hier eine. Karl. Okay, okay. Ist das ist, halbe Buch? Ja, das ist das halbe Buch. Ist das halbe ja, Buch? Das ist halbe Buch. Ich hab's Hast doch nicht du die schon mal gelesen. Gut, dann nee, ich lese dir vor und du sagst, ob die Geschichte passiert ist oder nicht. Okay, okay. Ja? Also wir haben, ähm, Grüße gehen raus an, äh, von wem ist das? Feministischer Veganer, gar nicht kontroverser Name, ähm, <laughs> der äh, in unserem Discord geschrieben hat. Ich habe eine Geschichte, ähm, die mir passiert ist, die mir tatsächlich so passiert ist. Und äh, da würde ich, ähm, da, die würde ich gerne vorlesen, äh, oder die würde ich euch gerne mitteilen und ich werde die jetzt vorlesen. Äh, damit, ähm, und Karl muss entscheiden, ob die passiert ist oder ob die nicht passiert ist. Ne? Okay? Ja. Bist du ja. bereit? Ich bin ready. Gut. Also, heute ganz entspannt eine Kaffeefahrt organisiert. Schön mit dem Wettgel in die Haare gekämmt, die Wampe mit dem Gürtel gepusht und dann ab in den Bus die Oldies abholen. Ich war schon recht verwundert, als wir am Café ankamen, wo die Senioren auf den Bus gewartet haben. Von drinnen hörte man Schlachtrufe wie... Alman-Hooligans. Und. Wir sind Lübeck und du nicht. Die Scheiben waren mit schwarzen Fahnen abgehangen. Aber was soll's? Oldies sind eingestiegen und die Fahrt ging los. Ich bin mit dem Kaffee rundgegangen. Ich bin mit dem. Nee, ich bin mit dem Kaffee rundgegangen und die Hilde aus der zweiten Reihe hat ihn direkt. hat ihn mir direkt vor die Füße gespuckt. Bäh. Wir trinken doch nur den Kaffee aus den tollen Philips-Maschinen, die mit dem Timer. Irgendwas kam mir komisch vor. Egal. Neues Spiel, neues Glück. Schön die Pralinen geschnappt und wieder rund gegangen. Was war? Die hatten eigene Pralinen dabei. Die guten von Niederegger. Als wir endlich an dem Ziel, äh, als wir endlich an unserem Ziel mit dem Paulaner Garten ankamen und die Verkaufsschule im, Sa im Saal dahinter starten konnte, ging es ähnlich weiter. Die Heizdenk äh, Heizdecke ging zwar weg wie geschnitten Brot, aber unsere tollen neuen Flaschenöffner, äh, der sowohl Kronkorken als auch Korken öffnen konnten, kann, verkaufte sich gar nicht. Die Männer hatten schon alle einen, anscheinend von Mans Gadget. Keine Ahnung, was das für ein Rotz war. Meine Laune war auf dem absoluten Tiefpunkt. Auf der Rückfahrt blieb der Bus liegen und wir hatten natürlich kein Werkzeug dabei. Ein netter Herr hatte glücklicherweise einen Schraubstift mit allen benötigten Aufsätzen und ein Teppichmesser dabei. Das Teppichmesser ist leider direkt abgebrochen. Als wir wieder im Bus kamen, hörte, hörte man verdammt komische, aber auch eindeutige Geräusche vom Klo. Ich traute mich nicht zu fragen, wer da drin ist und was sie macht. Zum Glück schrie im gleichen Moment eine reizende Dame aus Reihe 4. Hilde, was machst du da drin? Von drin kam nur ein erregtes. Türchen 6, Hannelore, Türchen 6. Ich wollte nicht mehr. Als wir endlich am Ziel ankamen, fragte ich eine Dame, was das denn hier sei. Sie sagte nur, wir sind die alman Arabica Ultras. Mir wurde direkt einiges klar. Wirklich so passiert. Wirklich, wirklich. So hier haben wir die Versicherung nochmal, dass es wirklich, wirklich, wirklich passiert ist. Karl, was sagst du, es echt oder nicht? Ist echt. <laughs> ist echt. Ja, ich glaube, ich glaube auch, als ich als ich ähm, als ich gesehen habe, wie der Mann ähm, seine Hilfe beim Bus bei der Busreparatur mit dem äh, mit dem Schraubstift angeboten habe, wusste ich auch, dass es echt. Ich dachte erst, ich dachte erst, ah, ich hab dich jetzt. Aber dann hat er halt noch äh, gesagt, nee. dass das Katamesser abgebrochen ist. Ja, und, und, dann, da, und dann. spätestens dann wusste ich, ja. Ja, das ist wahr. Ja, das stimmt. Also, wenn ihr eine lustige Geschichte habt, wie Alman Arabica äh, in, eurer, in eurem Leben euch äh, in so einer Situation entgegengekommen ist, dann äh, schreibt sie uns ähm, äh, doch ins äh, Discord, äh, in den Text oder wie ihr das machen wollt, äh, discord.gg slash stay. Das ist mein Discord und da gibt es einen Themenbereich Alman Arabica und da kann man reinschreiben. Da sind eine Menge Leute unterwegs, die sich austauschen bezüglich des Podcasts. Da sind auch wir unterwegs, Karl und ich. Gucken da regelmäßig rein. Sehen wir auch Bilder von Leuten, die das während ihrer Arbeit hören und sowas. Schon sehr gut. Ist ja, cool, man, äh, dass man das da so, dass man das da alles so nachverfolgen kann. Ich Alternativ, bin also, hm? Ey, du hast, du hast darüber gesprochen, dass, dass, du, dass du so Flashbacks zum Anfang des, deiner Streamzeit kriegst, ne? weil das deutlich also du kriegst halt nicht so 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 Massen an Feedback weißt du wenn du halt so tausend plus Leute hast die im Chat aktiv sind dann ist es super schwer da irgendwie differenziert etwas wahrzunehmen und äh, beim Podcast ist das anders Mann ja. weil da liest du halt so wirklich Leute und, und du fühlst dich da so ein bisschen wie so eine wie so eine kleine externe äh, äh, Bubble äh, äh, zusätzlich wie, kleine, so eine kleine, wie so eine kleine Familie oh Gott. Sag es ruhig. Sag, sag ruhig, denen, sag ruhig, wie es ist. wir fühlen uns so? Wir sind so eine kleine kuschelige äh, externe Familie. Wir sind eine sind so eine kleine Podcast-Familie. Ja, ja, wir sind so eine kleine Podcast-Familie, äh, wo wir einfach, wo wir einfach uns austauschen können, wo man einfach, wo man einfach weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann und äh, dass, wenn wir Patreon hätten, ihr uns durchfinanzieren würdet. Und deswegen, und deswegen, ähm, ja, es ist schon wahr. Es ist wahr. So ist es. So ist es. Also schreibt uns da. Äh, wenn ihr wollt, ähm, wir tauschen uns da aus. Wir lesen eure Sachen. Sehr, 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 sehr witziger Content. Ähm, da könnt ihr euch gerne aufhalten. Oder at auf Twitter. Das geht natürlich auch. Da gucken wir auch regelmäßig durch. Da Richtig. kommt auch viel rein. Und ähm, darum ist es. Oder, <laughs> oder. Und das können wir an dieser Stelle schon, schon sagen. Oder ähm, ab Februar 2020 um 22.15 Uhr ähm, auf RTL. <laughs> ja, ein, Mann, auf RTL. ein Mann Arabica Late Night. <lacht> ja. <lacht> Die haben den Pocher verpflichtet, Alter. Weißt du, das ist halt so ein ja. Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich habe, ich, äh, ich, hab, ich Oliver Pocher ja. ist der neue Hauptmoderator von RTL. Und ich denk mir so, Oliver Pocher und wir sitzen hier. Babbeln in den Kondensatormikrofon für einen unmonetarisierten Podcast? Ja, ja. Der Geld kostet? W ja. Was? Ja. Nächstes Jahr, nächstes Jahr gehen wir viral. Müssen wir. Ja. Müssen ja. wir, sonst sind wir Müss pleite. Müssen wir, ja. Weil ähm, jetzt, äh, und ich, muss, ich würde alles dafür tun. Ich würde auch so einen Behinderten auf Twitter beleidigen. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das heute? Glaubst schon wieder? du, äh, bevor wir, bevor wir ähm, bevor wir hm. zu den Adventskalendern kommen, weil wir schon wieder ja. eine Stunde gefüllt haben, ja, ja. Ähm, glaubst du, dass ähm, Thomas Newstime einen ähm, äh, Philipp verprügelt hätte, um mit Montana Black ins, ähm, ins, äh, in, ins Gespräch zu kommen? Und zwar wissentlich. Ja, der hätte mit den wahrscheinlich Hand am noch, Rücken ja. gebunden. Der hätte den noch den anderen Arm verkrüppelt, ganz sicher. <lacht> 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 Aber ja, ich es auch. Ich glaube es auch. <laughs> oh Gott. Wir das müssen ist ihn beidseitig verkrüppeln! <laughs> Steht er auf der Bühne? <laughs> Und, oh Gott. Oh, das ist schon wieder zu viel hier. Das ist, wieder, das ist schon wieder viel zu viel hier. Ich möchte, ich möchte dir kurz, ich möchte dir kurz ähm, etwas vorlesen. Mhm. Und du musst, du musst sagen, ähm, woher das kommt, okay? Mhm. Okay. Okay. Mhm. <laughs> Normalerweise schreibe ich keine Rezensionen, aber in diesem Fall muss ich mich echt ärgern. Der Kalender ist sein Geld nicht wert. Es wird mit teurem Zeug geworben und bis heute war nur wertloser Plunder drin nicht kreativ, nicht Ach. überraschend, nicht unterhaltsam. Zeug, das man einige Zeit in der Schreibtischschublade liegen hat und dann schlussendlich wegwirft, einige Teile sogar sofort wegwerfen muss, da ein hohes Sicherheitsrisiko besteht, weil man es einfach nicht brauchen kann und sich hier verletzen kann, mm. so wie keine Freunde damit hat. Da wäre ein Adventskalender mit billiger Schokolade sinnvoller gewesen. Sehr mm. schade. Der Beschenkte ist auch sehr enttäuscht. Er hatte mehr erwartet. Das ist eine Amazon-Rezession Amazon zu unserem Men's Gadget Franziskalender, hundertprozentig. <laughs> ja. ja, ja, ja. Ich fühle dasselbe. Ich fühle es auch, Alter. Ich fühle es auch. Ich, ich bin so, er hat recht mit dem, was ja. er sagt. Alter, da ist ein E-Book-Download e Kaffeebuch drin, Alter. Ja. Und ein Maßband. Und ich will gar nicht wissen, was da heute drin ist, Bruder. Ja, aber vorher erwarten wir, vorher erwarten wir endlich, ist, denn, ist, jetzt eigentlich der, ist jetzt eigentlich die lange, dicke Packung dran? Oder wie sieht es eigentlich aus? Wir machen jetzt den Kalender auf. Wir oh, machen jetzt, nein. Wir machen jetzt den Kalender auf. Du brauchst dich gar nicht zieren. Äh, es, es passiert jetzt. Ich, ich bin, also heute ist nicht der lange dran, oh. aber es ist ein sehr... An also ich, ich ich spoiler auch nicht, wann der kommt. Ich spoiler ich spoiler nee, fucking nicht. nicht, wann der kommt. Nicht. Weil das macht es macht keinen Sinn. Wir ähm, wir befinden uns heute bei Türchen 11, ja und Türchen 11 äh, ist super klein. Bei mir ist super fucking klein. Hm. Also ist wirklich ist so wo Größe von wie soll ich sagen ähm, so eine so eine Einzelpraline, die du dir die dir holen kannst. Ja. So. Öffnen das mal. Ich weiß nicht, da, also diese diese Pakete sehen eigentlich hochwertig aus und ich glaube, dass man die, dass man die anders öffnet, als ich das tue, aber mich interessiert das nicht, weil ähm, geht ja um die ich alleine drin? aus Schamgefühl. Ja, alleine aus Schamgefühl äh, entsorge ich die die ähm, die Pakete. Den Inhalt natürlich nicht, ne, man weiß ja nie, was noch kommt, aber ähm, die die Pakete entsorge ich und ja, meine Damen und Herren, es ist purple. Ja, also als Twitch-Partner, als Teil der Twitch-Deutschland-Familie bin ich sehr froh, dass es Purple ist. Ähm, du was, was ist es? Ach, das mhm. Äh, mhm. Erinnerst du dich an den, an den Ring, den ich hatte? Den diesen Ring, diesen, diesen Die Ring mit, den, mit, den, mit den Öhrchen dran, mit den Hasenöhrchen. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Das ist genau das, nur ein bisschen größer. Also un und auch ohne Ring. Also, Ach, ich bin so mir was? mittlerweile ziemlich sicher, dass ich, wenn ich den Anwendungsbereich dieser Hasenöhrchen von dem Ring rauskriege, ja. dann kriege ich auch heraus, wofür das hier ist. Ähm, natürlich mhm. haben uns die sexualerfahrenen äh, Hörer ähm, unseres, unseres Podcasts schon, schon ähm, weitreichend aus, äh, aufgeklärt, so nach dem Motto: Das ist, das muss nicht immer groß sein. Da gibt es doch andere Sorten, als sich das einfach nur reinzuknallen. Hm. Ich, mir ist der Anwendungsbereich wahrscheinlich klar, aber das sieht halt wirklich aus wie ein Häschen hier. Also wirklich, du hast sogar so zwei Punkte, die <laughs> oh Augen Gott. sein könnten. Ja. <laughs> also ich kann dir ich kann sicher sein, ich, kann, ich bin mir sehr sicher, dass es kein Hase ist. Ich bin mir auch sicher, das ist kein Hase, ist. es ist eher etwas, das man benutzt, nachdem man der Frau äh, äh nachdem man die Frau fragt. Na, soll ich dir mal einen richtigen Hasen zeigen? Soll ich dir mal einen richtigen Hasen zeigen, ja, sowas, ne? Also, es fühlt aber mit, positiv, positiv, das ist alles high quality shit hier drin, ne? Also, wenn ihr wenn ihr Sexspielzeug Fanatiker seid, ähm, hier hier kriegst du noch bang for your for your bucks, ne? Also, das ist wirklich high quality shit. Bestätig. Ich werde, ich werd, ich werd bei Gelegenheit werde ich ähm, ähm, nach dem nach dem 24. Was am 24 drin ist, will ich übrigens gar nicht wissen. Hm. Nach dem 24. werde ich gucken, wie viel das alles insgesamt wert ist. Also wie da gibt's da bestimmt so Auflistung, so das kriegst hier das Zeug im Wert von. Weil der Kalender war teuer, ist also dieser Luxus XXL, äh, diese Luxus XXL-Version geworden. Ähm, aber es fühlt sich auch sehr, sehr hochwertig an. Also ich, ich weiß natürlich nicht, wie sich billiges äh, 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 Sexspielzeug, ähm, äh, wie, wie sich das anfühlt oder an, an, aber es sieht, es sieht high quality aus, ne? Also ich weiß, wie bill sich billiges Sexspielzeug anfühlt. Ich habe hier einen mens Gadget-Kalender, aber den mache ich jetzt erstmal nicht auf. <lacht> <lacht> den mache ich jetzt erstmal nicht aus. Weil ich habe jetzt hier den äh, Rituals-Kalender <laughs> <laughs> Rituals vor mir. Ähm, und Tür Türchen 11, ähm, oder 11, wie wir es in Ostdeutschland zu sagen pflegen. 11. 11 ähm, ähm, ist vor mir. Und ich ähm, kann vorher sagen, ich habe gestern diese, ich habe noch diese ähm, goldene, schwarze ähm, Feuchtigkeitscreme ausprobiert. Und die war wirklich Feuchtigkeitsspenden, Alter. Holy shit, die war ja? richtig gut. Ja, ja. Ich probiere das ja alles aus. Ja, Ich habe auch. Die Kerzen romantisch in meinem Bad stehen. so. Es ist, ich habe nur kein Feuerzeug Nein. im Haus. Das ist wirklich so. So, ich mache das jetzt hier mal auf. Elf. Was du hast das? kein Feuerzeug im Haus? Ich habe kein Feuerzeug im Haus. Wirklich nicht. Ähm, vielleicht hole ich mir mal eins. Aber ich habe keins im Haus. Ja? Ich meine, ich habe zwei junge Hunde. Was machen die, wenn die ein Feuerzeug finden? Ne? So. Winter? Kann ich nicht eine Kippe rauchen? Was, <laughs> Was ist das denn? <laughs> ja, die fangen noch an zu rauchen. Hä? Was ist das denn? In, in, dem, hier sind Rituals Handschuhe drinne. Rituals Handschuhe, made in China, erstmal übrigens, aber, what the Haben f- Haben die warte. so Noppen dran? Nee, das, ich komm, An der Innenfläche? Warte, warte ich mache dir gleich ein Bild davon, ob ich, also ich versuch dich, versuch dich teilhaben zu lassen, an diesem Handschuh, weil du, du musst sehen, ähm, wie das aussieht, wenn ich den aufziehe. So, das ist dieser Handschuh. Warte, Karl. So. Das ist der Handschuh, wenn ich ihn versuche auf meine Hand zu ziehen. Das ist... <lacht> <lacht> er riecht aber sehr gut. Er riecht aber sehr gut. Das ist ein ich versuche zu verstehen, was ich versuche euch zu erklären, was, was hier passiert. Vielleicht gibt es ja Leute, die uns nicht kennen. Also man, ich bin 1,92 und ähm, da, da ist man jetzt so als geneigter Zuhörer äh, gewillt zu sagen, das ist aber schon ziemlich groß, ne? Also das ist überdurchschnitt. Ähm, Stay ist ungefähr 2,92 Meter. Ähm, also riesengroß, also legit über 2 Meter. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend sind seine Hände auch ein bisschen größer und er hat gerade diesen diesen kompletten Handschuh über Zeige und Mittelfinger <laughs> <laughs> und, und es geht nicht weiter. Ich mir so das sieht aus wie so ein Das sieht aus, als hätte ich versucht, einen Handschuh von einer Playmobil-Figur über meine Hand zu ziehen. <lacht> <lacht> aber aber so. er riecht gut. Und das ist so ein, das ist so ein Handschuh, den man, den man benutzt, um irgendwie äh, über die Haut zu gehen. Und dann, dann, dann öffnen sich die Poren und so. Aber er riecht super gut, sehr angenehm. Und äh, ich kann ihn nur nicht benutzen, weil ich, weil ich so Riesenhände habe, halber Hagrid, aber, Also wirklich. <laughs> das ist halt schon. Hagrid. <laughs> <Ganz a> Hagrid. <laughs> äh, ja, dann mach mal mach mal deinen Beauty-Kalender auf jetzt. Ich habe übrigens, äh, ich, muss, ich muss übrigens ähm, etwas gestehen bei meinem Amazon-Beauty Kalender. Oh nein, der ist nicht Unisex. <laughs> wusste ich schon. Doch, der ist, aber, doch, der ach, ist Unisex, aber ich mache heute das Türchen vom 10. auf. Oh nein, du ich das Falsche geöffnet. Ja, ich habe gestern das Falsche geöffnet. Ich habe jetzt, ähm, ich habe alle Leute, <laughs> es gibt wahrscheinlich niemanden, der diesen Kalender hat und sie fragt, da ist bei mir was ganz anderes. <laughs> erst liegt daran, weil das bei euch erst heute kommt. <laughs> bei mir war es seit halt gestern schon drin. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier das äh, Paketchen vom, äh, vom 10. Erste Premiere übrigens. Das ist das erste Mal, dass, äh, dass ich wirklich am 10. das Tor vom 10. öffne. Ja, das ist auch was Schönes. Ja. Äh, das hat das, das hat das, hat was Romantisches. Ich muss ja. nur holen. Mach mal. Hat was sehr Romantisches, etwas sehr, sehr, ähm, sehr Besinnliches. Auch was, auch was Aktuelles, so einfach, ja. ja. Auf, einfach was, einfach was, einfach was Aktuelles. Mhm. Oh. Oh. So. So. bin gespannt. So, oh, mal gucken, was hier drin ist. Hudi 6. So. Oh. So. <laughs> Was ist das denn? Trockenshampoo, Bruder! Was ist das? Trockenshampoo! Trockenshampoo? Was ist. Was ist Gibt's nicht Trockenshampoo? Trockenshampoo? Nee, nee, nee. Trockenshampoo, das ist, so ein, das ist so ein so ein Spray, ist wie ein Deo. Oh. Das ist so, aber also halt, geht halt ohne Ware. Gibt wirklich kein Trockenshampoo? Nee. Das ist ich so Haarewaschen für. Hm. Ha das ist so, das ist so für die Leute, die, die nicht gerne Wasser benutzen, aber trotzdem einen Wert auf gepflegte Haare legen. Ah. Ich weiß nicht, ob das vielleicht, ob das sich vielleicht widerspricht, aber das ist halt so trocken, das ist halt so, ein wenig das ist halt so Trocken-Shampoo. Das ist halt so, das ist halt so, du nimmst das halt und dann, äh, 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 knallst du erst in die Haare und dann sind deine Haare angeblich sauber. Hm. So ein Ding. Ja, das kann doch ich nicht Ordnung. glauben, aber okay ist unisex. Nice. Ich werde dir Ich werde übrigens, ich werde mich weigern, das als mich da als Testobjekt ähm, zur Verfügung zu stellen, weil ich finde das sehr ekelhaft. Ich bin großer Fan von von ähm, Wasser, von meinem äh, von Wasser. <laughs> ich finde Wasser ist beim Waschvorgang essentiell. Ja, das, glaube ich, wenn ich auf eine Sache beim Waschen verzichten könnte, dann wäre es eher das Pflegeprodukt als das Wasser. Also, ich würde stets Wasser präferieren. Ja. ja, nur Wasser funktioniert. Wasser mit Kernseife, beste. Danach noch eine ordentliche Ladung Moschus oben drüber. Und Moschus ist eine perfekte Überleitung, denn du weißt, you know what, you know what time is it? Ja, es ist, it. Jetzt, es ist jetzt, es Männersachen ist Männersachen-Time. Ich hasse. Oh, ich, hasse ich hasse mich diesen jetzt schon. Kalender. Ja, ich hasse ihn auch. <laughs> Und ich hasse dich auch. Das <laughs> ist alles, was mit diesem Kalender in Verbindung gebracht werden könnte. Hm. Das, wird auf ewig, das, das wird auf ewig das sein, was mich einfach am allermeisten belastet. Oh, weil das nein. der größte oh, fucking nein. Scheiß ist. Den es gibt. Ich oh nein, nicht. Karl, ich hab's schon aufgemacht. Ich hab's noch nicht. Du musst mir noch eine Sekunde. Oh Gott, was ist das? Ist <laughs> das wieder ein E-Book-Download? <laughs> Jetzt ist wieder ein Zettel, Alter. Nicht entfernen, dieser Aufkleber ist tragend. <lacht> <lacht> Are you fucking serious? Karl. Also für die Leute. Fangen die die jetzt an, haben um, die jetzt realiert? Haben die, haben die am elften Tag realisiert, der komplette Kalender ist ein Witz? Also können wir auch einfach Witze da reinpacken? Ich, Das ist kein Witz, Leute. In diesem Kalender befindet sich im elften Türchen ein Aufkleber, ungefähr 4 cm hoch, zweieinhalb cm breit. Fingerbreit. Auf, diesem, auf diesem Aufkleber ist ein Spruch: Zitat, nicht entfernen, dieser Aufkleber ist tragend. Das war in dem Türchen drinnen. Guck noch mal gerade nach, weil ich kann mir nicht vorstellen. Das ist alles, was da drin <laughs> ist. Doch, da ist mehr ist, nicht drin. Das ist, das ist alles. Das steht drin, nicht entfernen. Das Dieser ist der Aufkleber billigste Aufkleber. Das ist auch so ein. Das, nicht nicht. das ist nicht mal ein transparenter Aufkleber, wo man nur die Schrift sieht und dahinter das Durchsichtig ist, sondern das ist einfach nur ein weißer Aufkleber mit den Flicken. Das, das, das würde sich ein alter Mann nicht mal in die Garage kleben. Also, das ist. Ich meine, die, 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 der, der Humor ist schon so ein Altherrenhumor, ne? Oh, ist das schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Aufkleber in hochwertig irgendwo bei eurem Papa oder Opa äh, an, 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 am Regal hängt. So in, in, seinem, in seinem Werkzeugschuppen. Hm. Oder in der Holzhackecke. Der so: nicht dieser Aufkleber ist. <laughs> Ey, ganz ehrlich, wer auch immer diesen Kalender designt hat, ähm. Den, den, wenn der mal in, der, der auch behinderte, ich sag's dir Ja, das. ja der, der tweetet auch gegen die Optik von Behinderten. Ja, also es wirklich, ja. das ist das ist sadist, das sadistisch, das ist gemein. Und wenn ich diesen Podcast nicht hätte und diesen Kalender jeden Tag aufmachen würde, dann würde ich, ich dem den eine richtig unangenehme amazon rezession schreiben, ähm, also so richtig unangenehm. Und würde, und würde da würde da mal hinterhergehen und fragen, was denn deren scheiß Problem ist. Und warum sie uns das antun. Und also äh, wirklich, der Francis menz Gadget Kalender ist der schlechteste Weihnachtskalender der Welt. Das ist meine Behauptung. Ey, da würde ich, da würde ich es bevorzugen, wenn ich morgens die Tür aufmache und mir jemand einen Stein an den Kopf wirft, Alter. Also jeden Morgen, anstelle diesen Kalender aufzumachen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Schund? Mein Gott. Also, Karl ist fassungslos. Ich weiß, also, ich bin, ich, ich bin gewillt zu sagen, wenn, wenn man sich so einen 99 Cent Classic Oldschool Schokoladenkalender holt, ist das fünfmal, hundertmal besser. Ist das hundertmal besser. Ja. Apropos, bitte meldet Schokolade. euch. Francis, Francis, Mans Gadget. Also, wer auch immer das Bitte war. meldet euch und erklärt euch. Bitte ja. erklärt, was ihr mit diesem ekelhaften Scheiß bezwecken wollt. Hm. Äh, während äh, Vor allem, wenn es sowas gibt wie Niederegger Lübeck Männersache oh. äh, Adventskalender für, für Der ist günstiger Du musst dir überlegen, der ist günstiger Ja, der Männersache Der Männersache Niederegger Lübecker Kalender äh, Mit den Niederegger Leckereien aus Lübeck Grüße gehen raus an die Lübecker Ultras, Ultras. Die Lübecker Huls Die Alman Huls <laughs> Ähm da ist einfach diese Praline dran und ich sehe schon, das ist die Whisky-Cola-Praline und ich habe sie schon dreimal verköstigt, glaube ich oder zweimal und ich freue mich jedes Mal drauf, weil ich genau weiß, dass es ein hochwertiges Schokoladenprodukt ist, dass das ist, ich, ich ich falte das auf und die Praline lächelt mich an und ich sehe die ich sehe diese Vollmilchschokolade und weiß schon, wie das schmecken wird. Ich weiß schon, wie das schmecken wird. Es wird ein bisschen, wird ein bisschen Dampf hinter sein, aber ich, ich mm. freue mich einfach darauf. Ich sehe die Gravierung oben, Niederegger, Marzipan, ähm, Niederegger, Lübeck, und ähm, weiß einfach, dass ich ein gutes, ein gutes Gefühl dabei haben werde, äh, die gleich zu verschlingen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich kann nicht länger warten. Oh Gott. nicht. Oh. Mm. 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 Einmal gut. Danke. Ja. Danke, Lübeck. Die Familie lieber Niederegg. Danke, dass ihr unsere, oder meine Erfahrung mit diesem mit diesem Unfall von einem Kalender davor kompensiert. Hm. Mm. 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 Oh, Hm, mm. Köstlich. Oh, das, ist, das reicht heute schon, das reicht schon wieder heute für Süßigkeiten, aber oh, das, das perlt. Macht mich Traurig, aber ich bin am elften Tag dieses Kalenders soweit, mich auch freuen zu können für dich. Ja, ja, ja. Ja, ich kann mich auch, mittlerweile kann ich mich auch freuen. <laughs> so. Eine automatische, eine automatische Geschützstation in Lego. Ähm, grau, grüne Ornamente. Es sieht sehr schön aus. Ich werde es nicht aufbauen. Ich werde es hier bewahren, falls es Sammlerwert bekommt. Mm. Denn ähm, Fun Fact: Es gibt einzelne diese 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 Sammler, die sammeln ja. Ich bin kein ich bin kein Lego-Sammler. Ich bin Star Wars-Sammler. Ja, ähm, aber diese Lego-Sammler, die sind gewillt, für mm. Einzelsteinchen, wenn sie denn hochwertig und selten sind, sehr viel Geld auszugeben. Ähm, und deswegen lasse ich die immer original verpackt. Bis auf das eine Mal, wo ich habe ich halt ASMR Lego. Aber ich könnte einfach auch immer den Kalender rütteln, ne? Dann merkt ihr, dass ihr habt ja genug ASMR Lego. Mhm. Sehr guter mhm. Kalender. Ähm, das, ich freu, also ich habe halt wirklich keinen Kalender, wo ich mich wirklich darauf freue. Außer, dass ich halt, dass ich mich halt jedes Mal schäme, wenn ich diesen Sexkalender aufmache und als 31-jähriger Mann äh, feststellen muss, dass es halt Dinge gibt, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Ja. Und, und mich dann und dann wahrscheinlich wirke wie so ein Volltrottel. Aber darauf lasse ich mich ein, ist doch in Ordnung. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich freue mich auf die, auf die noch vor uns liegenden 13 Tage. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und es ist der letzte Kalender in der Runde. Der Retro-Süßigkeiten-Kalender. Ähm, wo wir gestern wieder zwei großartige Lutscher rausgeholt haben und ich ähm, immer noch auf die Schokozigaretten hoffe. Aber. Man weiß ja nie. Ich werde jetzt die elfte Tür öffnen und es ist. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist eine große Packung. Es ist relativ groß. Oh mein fucking Gott. No fucking way. Ich. Ach du Kacke. Sind keine schokolade Nee. Wow, das habe ich ja seit wirklich ewigen Zeiten nicht gesehen. Das ist, ich weiß nicht, ob der Name dir das sagt, aber das ist Creepy Jelly. Und zwar. Creepy Jelly? Ja, Creepy Jelly. Das sind, ähm, das ist so, äh, das ist, ähm, äh, äh, alter, das ist so, ähm, äh, Gelatine oder so, ähm, äh, eine Süßigkeit in Form von gruseligen Figuren. Und, das habe ich auch immer gesehen, aber ich es noch nie gekriegt. Und das ist hier eine riesige Spinne, Schrägstrich. Oh Gott, ich hab's gerade gegoogelt. Ja? Hast du das? Das ist das Beste, Bruder. Das ist das, übel ist das fucking geil. Beste. Das ist, ich du musst dir vorstellen, das ist, das ist sowas wie ein Gummibärchen, aber ja. in super weich. Ja, also ja, ja. in super weich. Ja, du kannst es auch eindrücken. Ich, ich merke das gerade hier. Das ist halt, also das ist halt richtig insane. Ich, das ich hat kann. ja so viel Zucker drin, dass es mittlerweile im Jahr 2019 wahrscheinlich verboten ist. Nee, das kannst du. Das wird auch nicht. Das, da gibt es auch keine deutsche Sprache drauf. Das ist alles in in, 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 in Mandarin da drauf. Ähm, <laughs> aber äh, das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Das ist, das ist einfach äh, Creepy Jelly. Für die Leute, die es äh, nicht kennen, einfach mal googeln. Ähm, also, es ist so eine AG. gummi ist, ist Ja. Es wird euch nichts sagen, wenn ihr das hört, aber googelt es. Ihr seht ja, und dann es dann seht und ihr das, das ist ja. Instant Kindheit. Ja, ja. Ich habe das hier vor mir. Großartig, groß, großartig. Oh. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen Castes. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, langsam, langsam frage ich mich, was wir eigentlich machen. Also ich hab, ich, ich kann nicht verstehen, wie wir <laughs> jedes Mal eine Stunde setzen können, jeden Tag. Also ich, also Ich habe... Keine Ahnung. <laughs> ich habe mir heute Mühe gegeben übrigens. Ja, du ähm, hast du Mühe gegeben bei was? Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe ähm, ich hab versucht, einen, ein, den Fun Fact, also etwas Ach Nützliches, so. mit einem ja. Witz zu verbinden. Alles klar. Dann, dann werde ich jetzt äh, das nicht weiter äh, hinauszukommen, da die Leute sicherlich schon schwitzen mit nassen Händen vor dem, vor dem Hörgeräten sitzen. Äh, und äh, ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, bewertet uns auf iTunes, äh, schaut vorbei, folgt uns auf Spotify, hört diesen Cast, hört ihn überall und ähm, tragt ja, ihn hinaus in die Welt. Tragt ihn in die Welt hinaus, schreibt uns im, im Discord oder auf, auf ähm, Twitter und ähm, ja, ich bin jetzt äh, weg und wir hören uns morgen. Ja, man hört, den wird dich nochmal hören, weil das, das ist ein Banger. Oh das, das ist wirklich ein Banger. Ähm, und zwar gehen wir in die Geschichte des der, der Verhütung. Äh, Im Jahr. 1260 haben die Saarländer erstmals den Schafsdarm als Kondom benutzt. Und 1872 revolutionierten es die Engländer, indem sie ihn vorher <laughs> indem sie den Feuer aus dem Schaf nahmen. Man hört den nicht kommen, ne? Man <laughs> hört den nicht kommen. <lacht> 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 ah, ja, ist ein, ist ein Banger. Wir hören uns morgen. Macht's gut.